Spießer. Ich habe auch gerade schon überlegt, ich habe, glaube ich, keine so richtige Near-Death Experience. Ich habe so zwei halbe, wenn überhaupt. Das in der Tat auch mit Strom und Wasser jeweils. Das eine war, als wir aus unserer alten WG diesen dämlichen Geschirrspüler abgetragen haben. Und den Geschirrspüler abgetragen aus der Geschirrspülermine. In der Tat war es so, ey. Der war so scheiße verschraubt. Wir mussten ja, um an die Schrauben ranzukommen, um den Geschirrspüler aus dieser ganzen Küchenzeile zu lösen, mussten wir mit einem Bohrer durch das Waschbecken, durch die Keramik bohren, um dann mit einem Schraubenzieher an die Schraube zu kommen, um den Geschirrspüler zu lösen. Zur Erklärung, wie das funktioniert: Wir haben den Geschirrspüler einfach erst eingebaut und fixiert, bevor das Waschbecken drin war. Und das Waschbecken haben wir natürlich mit Silikon eingeklebt. Natürlich, ja, wie man so ein Waschbecken halt einklebt. Ja, das war halt schon hinterher auch mit dicht. Silikon wieder zugemacht, das war überhaupt kein Problem, aber wir mussten schon durch das Waschbecken durchbohren, um an die Schrauben für den Geschirrspüler zu kommen. Und dieser Geschirrspüler war störrig und scheiße, und um ihn ein bisschen leichter zu machen, dachte ich, baue ich mal vorne die Tür ab, die wiegt ja auch schon ganz schön. Und baute ich diese Tür ab und löste die ganzen Schrauben und Federn und keine Ahnung was, und dann war da halt nur noch dieses Kabel für das Bedienteil vorne dran. Und dann dachte ich mir, ja, erstens hat bestimmt Ben schon die Sicherung für die Küche rausgenommen. Und zweitens, das ist ja hier vorne nur das Bedienteil. Da sind ja höchstens 12 Volt drauf. Das ist ja nur Taste und Licht und so weiter. Knipst du mal eben durch mit dem Seitenschneider. Woraufhin dann der Seitenschneider geschmolzen ist. Dass es einen gigantischen Funken gab. Und man wirklich genau sehen konnte, wo das Kabel am Seitenschneider sich vaporisiert hat. Und ich war sehr froh, dass der Seitenschneider gut isoliert war. Das war, ja, weil ich nämlich in der Tat die Sicherung nicht rausgemacht hatte. Ich habe dich aber auch nicht gefragt, ich habe das einfach so angenommen. Ich habe also in dem Moment auch überhaupt nicht drüber nachgedacht. So. Merket stellt immer selbst sicher, ob die Sicherung raus ist oder nicht. Und ob sie vielleicht im Flur ist. Ja. Und das andere war in der Tat, war ich noch ziemlich klein, bestimmt 10, 11 Jahre alt oder so, Freibad. Lustig im Wasser rumgeturnt und halt immer vom Rand gesprungen und so weiter und halt auch so ein bisschen getaucht, und irgendwann habe ich dämlicherweise, wie man das als Kind so macht, überlegt, wie lange kann ich denn unter Wasser bleiben, wenn ich vorher ausatme. Ja, und was ich dann festgestellt habe: Wenn man ausatmet, hat man nicht mehr genug Auftrieb, dass man von alleine selbst wieder hochsteigt im Wasser. Was dann passiert ist, ich bin runtergetaucht, habe festgestellt, dass ich nicht wieder hochkomme, bin dann auf dem Boden ausgerutscht sozusagen, habe mich noch langgelegt unter Wasser und musste dann mit wenig Luft, weil ich vorher ausgeatmet hatte, genug Koordination aufbringen, um aufzustehen unter Wasser und mich abzustoßen, um wieder an die Luft zu kommen. Und das war ziemlich ekelhaft. Wie kann man denn unter Wasser ausrutschen? Das ist so eine Julius-Aktion. Das sind halt schon nasse Fliesen in dem Sinne. Also. Naja, ja. Ja. Aber vielleicht kann ich mir das auch als Frau auch einfach nicht vorstellen. Also wir haben ja quasi immer Auftrieb. Ja. Ja, ist so. Frauen haben eigentlich immer Auftrieb im Wasser. Auch wenn sie ausatmen, gehen wir nicht unter. Schön. Du hast mich da gerade noch auf eine Geschichte gebracht, die eigentlich viel interessanter ist als die ich eigentlich erzählen wollte. Was ich eigentlich erzählen wollte war, also ich glaube, das war nach dem Abi, waren wir in Bulgarien oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall schwimmen im Meer und Wellengang etwas unterschätzt und dann mal von der Welle etwas unter die Wasseroberfläche gespült und ernsthaft Probleme gehabt, da wieder rauszukommen. Da hatte ich dann für den Tag auch mit Schwimmen genug, was aber in der Tat viel interessanter war. Da war ich auch noch, also da war ich wirklich noch kleiner als du bei deiner Geschichte. Da muss ich halt so, keine Ahnung, 4, 5 oder so gewesen sein. Und meine Eltern hatten einen Teich im Garten. Vor euch noch einen kleineren Teich, als sie jetzt haben. Also im Moment haben sie einen gigantischen Teich im Garten, aber das war mehr so ein kleiner dekorativer Teich. Und da lag so ein Gitter drüber, damit man da halt nicht einfach so reinfällt, weil ich war ein kleines Kind und man sollte als kleines Kind idealerweise nicht in einen Teich fallen. Und dieses Gitter war aber relativ grob. Also man konnte da halt schon bequem irgendwie einen Fuß durchstecken oder halt auch mit der Hand halt locker reingreifen. Das war jetzt nicht so ein
feinmaschiger Karnickeldraht, sondern das waren halt mehr so ein paar Querstreben, damit man halt nicht der Länge nach da irgendwie reinplumpst. Was ich aber sehr elegant geschafft habe, ist mich am Rand von diesem Teich irgendwie so zu maulen, dass ich quasi kopfüber auf diesen Teich zugefallen bin und in der Tat mit dem Kopf gerade so durch dieses Gitter gepasst habe und dann halt mit dem Kopf in der Tat unter Wasser im Teich steckte. Scheiße. Was meine Eltern aber zum Glück relativ zügig gesehen haben oder mitbekommen haben und mich dann, ich glaube, das tat auch ein bisschen an den Ohren weh, dann wieder rauszogen an den Beinen, weil viele andere Möglichkeiten gab es halt nicht. Aber das war schon so, ich blubberte da fröhlich vor mich hin und ja, nicht schön. Kleine Looney Tunes Aktion. Ist schon total. Tolles Gitter. Super. Ja, hat nicht so richtig viel geholfen. Unser Gitter hat genau die Abmaße eines Kinderkopfes. Wie passend. Ja. Deswegen ist es auch Kinderdraht. Kinderdraht. Aus echten Kindern. Super.